Solch ein mittelalterliches Kampfspektakel ist der Höhepunkt in jedem Ritterfilm, mit den Pferden als Stars. Wie berühmte Schauspieler müssen die Tiere hart trainieren, um für alle möglichen Rollen einsetzbar zu sein. Und wie der Mensch ist nicht jedes Pferd zum Leinwandhelden geboren. Stuntpferde dürfen absolut keine Angst haben, aber sie sollten auch keine verrückten Dinge tun, wie Wände einzurennen. Sie müssen gehorchen und ihrem Reiter vertrauen. Und das wird immer und immer wieder trainiert. Kaum jemand hat damit so viel Erfahrung wie Mario Luraschi. Er hat Matt Damon und Heath Ledger zu Helden im Sattel gemacht und Pferdestunts für John Travolta, Terry Gilliam und Steven Spielberg entworfen. Durch Fenster springen oder sich in ein Schlachtgetümmel stürzen, der Pferdetrainer schickt seine vierbeinigen Actionhelden in fast jedes Abenteuer. Sogar buchstäblich die Wände lässt er sie hochgehen. Was Sie zum Staunen bringt, ist unsere ganz normale Arbeit. Ein Pferd die Wand hochgehen zu lassen, ist für mich nichts Besonderes. Wir bringen Ihnen alles Mögliche bei, auch durch Fenster springen. Sie kennen keine Grenzen, Sie lernen nichts mehr zu fürchten. Luraschi ist bereits mit einem Oscar gekrönt worden. Aber die Pferde, so meint er, bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Wenn ein Pferd einmal sozusagen sein Skript gelernt hat, dann zieht es seine Rolle durch, egal ob der Schauspieler gegenteilige Anweisungen gibt. Das ist beeindruckend und allein dafür haben sie hin und wieder eine Medaille verdient. Dass Pferde irgendwann über den roten Teppich galoppieren, ist zwar ziemlich unwahrscheinlich. Aber selbst wenn sie es tun würden, könnte sich so mancher Hollywood-Star von ihrer Eleganz und Grazie eine Scheibe abschneiden.